Ukraine live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner live und es ist Dienstagabend und das heißt, es ist Zeit für Gerald Groß und für Sebastian Born-Mehner. Hallo an die beiden Herren. Starten wir mal mit dem FPÖ-Parteitag vom Wochenende. Der Herbert Kickl hat für ziemlich Aufregung gesorgt mit seinem Saga, dass er den Gegnern des Norbert Hofer einen rechten Haken verpasst. Und der zweite Saga, AAA, auf Afghanen bezogen, hat ihm sogar eine Anzeige wegen Verhetzung eingebracht. Ist der Herbert Kickl zu weit gegangen? Der Herbert Kickl ist ein personifiziertes Zuweitgehen. Also ich glaube, die Programmatik des Herbert Kickl ist es, ständig Grenzen zu überschreiten. Und ich finde es fast schon witzlos, immer und immer wieder darüber zu reden. Herbert Kickl hat wieder etwas Unsägliches gesagt. Wahrscheinlich werden wir bald wieder hören, Herbert Kickl hat wieder Steuermillionen versenkt in irgendeiner Pferdereiterstaffel, in irgendwelchen Fantasieuniformen und so weiter, was er halt als Innenminister alles verbrochen hat. Aber es ist eigentlich nichts Unerwartetes passiert bei diesem Parteitag. Norbert Hofer hat ein relativ gutes Ergebnis bekommen. Herbert Kickl hat in dieser bewussten Zwei-Firmen-Strategie jetzt den ultrarechten Einpeitscher gegeben. Er ist ja auch die Verbindungsperson zur rechtsextremen Szene, wie wir seit dem Kongress Verteidiger Europas wissen. Also alles eigentlich gewohnt, wie wir schon immer kennen. Die Frage ist, ob diese Strategie des immerwährenden Grenzüberschreitens tatsächlich funktioniert, weil ich glaube, selbst die, die echt mit der Demokratie hadern, wissen momentan nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, seine Stimme am 29. der FPÖ zu geben. Also es wirkt für mich auch ein bisschen verzweifelt, dieses ständige Versuchen, was könnte ich jetzt noch sagen? Der steht wahrscheinlich zu Hause und überlegt sich, was kann er jetzt noch sagen, damit irgendwer drüber schreibt und irgendjemand sich drüber aufregt. Ich finde es ein bisschen fad. Geht das zu weit? Na, also erstens, eine Parteitagsrede ist ja mal keine Doktorarbeit. Das heißt, dass man bei einer Parteitagsrede etwas überspitzt formuliert, ist ja nicht eine Erfindung des Herbert Kickl, sondern betrifft ja alle Proponenten, die sich einem Parteitag, einem Wählervotum stellen. Das, was hier passiert ist oder was Herbert Kickl gesagt hat, ist ja auch wie bei allen Parteitagsreden eine überspitzte Formulierung einer faktischen Realität in Österreich. Wenn wir gerade heute das Ö1 Morgenjournal gehört haben, dass man bei 50% aller Strafangelegenheiten vor der Gerichtsbarkeit in Österreich mittlerweile einen Dolmetsch braucht, gleichzeitig bekannt gegeben worden ist, dass 50% der in Österreich inhaftierten Häftlinge Menschen mit Migrationshintergrund sind, dann ist es vollkommen verständlich, dass der Vertreter einer Law-and-Order-Partei und die Freiheitlichen sind es und noch dazu ein ehemaliger Innenminister, der für eine restriktive Zuwanderungspolitik gestanden ist, sich dort auf dem Parteitag hinstellt und sich auch aufschwingt und eine besonders prägnante Rede hält, um auch zu signalisieren, dass dieser Kurs unter ihm und unter Norbert Hofer auch fortgeführt wird. Erstens. Zweitens, dass Herbert Kickl angezeigt worden ist und dass das überhaupt ein Medium, eine Zeile wert ist, ist insofern relativ kurios und pfiffig, aber es ist offenbar der Wahlkampf, die Zeit der fokussierten Unintelligenz, denn jeder Journalist hätte ja wissen müssen, dass gerade solche Reden in Ausübung der politischen Tätigkeit stattfinden, solche Reden im Übrigen schon millionenfach in Österreich in Wahlkämpfen und im Parlament gehalten worden sind und vollinhaltlich von der parlamentarischen Immunität umfasst sind, also nicht einmal ahndbar sind. Das ist die Ausübung der politischen Tätigkeit eines Mandatars, der an einem Parteitag auftritt. Die Immunität kann man aufheben. Ja, natürlich kann man sie aufheben, aber es gibt eine alte Spruchpraxis im österreichischen Parlament. Man hebt die Immunität auf, wenn der Parlamentarier, der aktive Parlamentarier zufälligerweise einen Menschen zu Tode führt, das hat mit seiner politischen Tätigkeit nichts zu tun. Aber auf einem Parteitag aufzutreten, einer Parlamentspartei, ist die ursächliche Aufgabe des Parlamentariers, neben er im Parlament sitzt. Also ich sehe einen Sturm im Wasserglas. Er hat eine pfiffige Rede gehalten, wie ich sie wahrscheinlich in meiner Tätigkeit als Parlamentarier und als Wahlkämpfer auf Parteitagen oft genug gehalten habe. Da formuliert man überspitzt, aber immer mit diesem Funken der Wahrheit, wo dann auch alle sagen, na, eigentlich hat er ja recht. Und das ist ja das, was man die letzten Tage in Österreich auch erlebt. Dass wir mit Afghanen ein besonderes Problem haben, ist jetzt kein Geheimnis. Das hat auch nichts mit Rassismus zu tun. Man braucht sich nur die Kriminalitätsstatistik anschauen. Ich glaube, wir haben ein Problem mit Gewalt und wir haben nicht ein Problem mit Afghanen. Auch. Und das Problem, also der unerfolgreichste Innenminister aller Zeiten, weil in seiner Ägide gab es so viele Frauenmorde wie noch nie. Er hat das Problem von Kriminalität in Österreich, egal welche Nationalität oder welcher Herkunft, bis jetzt immer noch nicht gelöst. Die Statistik, die Sie erwähnen, bezieht sich auf
Österreich übrigens und nicht auf Österreich insgesamt, was die Gerichtsdolmetschen betrifft. Aber statt dass wir darüber reden, wie wir das Problem lösen, befinden wir uns immer noch auf der Ebene der Symptombekämpfung oder anders gesagt, es wird politisches Kleingeld aus Missständen geschlagen, ohne wirklich für Lösungen zu sorgen. Das ist ja das, was das Beeindruckende an Herbert Kickl ist, und ich bin ja froh, dass er jetzt 1,5 Jahre lang Innenminister war, weil jetzt wissen wir, dass man also jetzt haben wir gesichertes Wissen, dass es nicht funktioniert. Wir haben es vorher eh schon gewusst. Wir brauchen es jetzt nicht nochmal machen. Ich bin froh, dass Herbert Kickl nie wieder Minister in Österreich sein wird, weil von diesem Versprechen, ich glaube, da kann man Sebastian Kurz ernst nehmen, das wird auf jeden Fall halten. Und ich denke mir, die Parteitagsrede hat wieder mal gezeigt, warum wir einen Innenminister Kickl sicher nicht brauchen. Also, Herr Dr. Bornmähner, ich habe schon ÖVP-Spitzenkandidaten erlebt, die eine Woche vor der Nationalratswahl, in dem Fall vor der Nationalratswahl 1999, gesagt haben sollen, in aller Öffentlichkeit, wenn ich Dritter werde, dann gehe ich in die Opposition. 3 Monate und einige wenige erquickliche Tage später waren sie Bundeskanzler der Republik. Also die Halbwertszeit von Spitzenkandidaten, gerade der Österreichischen Volkspartei, ist eine sehr kurze, sprich auch die Lebenszeit einer Eintagspflege nicht überrundend. Ob jetzt der Herr Kickl Innenminister wird oder nicht, entscheidet nicht der Herr Kurz oder sonst ein Spitzenkandidat, nicht Sie und auch nicht ich, sondern es entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Und wenn mich nicht alles dünkt, und ich war am Wochenende sehr viel unterwegs, dann kann es durchaus sein, beim Aufsteirern in der unterentwickelten Region Österreichs, also in der Steiermark, dort wo ich herkomme, und wenn mich nicht alles dünkt, dann kann es durchaus sein, dass der Herr Kickl ein Vorzugsstimmenergebnis zusammenbringt, dass alle Kandidaten aller Parteien in den Schatten stellt. Am 29. September werden wir es wissen. Zu Ihrer Bilanz des Herbert Kickl. Die Bilanz ist relativ unbestritten. So viele Abschiebungen wie noch nie, so wenig Asylanträge wie noch nie und so eine gute Ausrüstung für unsere heimische Exekutive wie noch nie. Und das ist die ursächliche Aufgabe des Innenministers. Der Innenminister ist kein Heiliger. Der Innenminister wird auch nicht als Monstranz für Humanität und Toleranz durch Europa getragen, sondern der Innenminister hat die vornehme Aufgabe, ein Land zu schützen, für innere Sicherheit zu sorgen. Das ist in der österreichischen Bundesverfassung so vorgesehen. Und Herbert Kickl hat nichts anderes gemacht. Und 99,999% periodisch aller seiner Ministerratsvorträge, wurden mit Stimmen der ÖVP-Regierungsmitglieder gemäß dem Einstimmigkeitsprinzip im Ministerrat beschlossen. 100% seiner Regierungsvorlagen mit Stimmen der Österreichischen Volkspartei. Daher die Mehr nach 1,5, 2 Jahren guter Zusammenarbeit jetzt zu sagen, Herbert Kickl ist der Gott sei bei uns und mit dem machen wir nichts mehr in Zukunft, glauben mir nicht einmal die ÖVP-Wähler selbst. In einem gebe ich Ihnen aber recht. Sie haben recht, Herbert Kickl wird nicht mehr Innenminister werden. Das glaube ich auch. Und zwar aus einem schlichtweg einfachen Grund, weil die türkis-blaue Koalition nicht mehr zustande kommt. Das ist erledigt. Das ist vorbei. Hinter den Kulissen, wo wir bereits sprechen, wird an einer Koalition zwischen der Volkspartei und den Grünen innen gezimmert. Den Korruptionisten aus Wien im Übrigen. Und die mächtigen Landeshauptleute, die in der ÖVP wirklich das Sagen haben, Johanna Mikl-Leitner, Hermann Schützenhöfer, der Landeshauptmann aus Salzburg, vom Tiroler Reh gar nicht, weil der so den Verkehr regeln, da unterm goldenen Dachel, das ist wieder ein anderer Fall. Aber diese mächtigen Landeshauptleute, die haben sich längst hinter den Kulissen, währenddessen wir da noch den Wahlkampf noch 12 Tage kommentieren können, dass es eine große Koalition gibt. Das heißt, der ursächliche Wunsch des Sebastian Kurz ist, das fortzusetzen, was Wolfgang Schüssel 2002 wollte, damals mit Van der Bellen eine Koalition, jetzt probiert das mit Werner Kogler. Schwarz-Grün, wenn es geht, möglicherweise sogar mit den Neos, um auch eine gewisse Sicherheit bei den Abstimmungen zu bekommen. Schauen Sie sich diese ganzen Sendungen an, das ist ja in Wahrheit ein Kuschelkurs. Oder es kommt zu einer großen Koalition. Wenn heute in der Früh, und Sie sind auf Twitter, ich bin auf Twitter, wir haben es wahrscheinlich beide gelesen, zumindest ich für mich kann es mit Sicherheit sagen, Wolfgang Rosam, einer der engsten Berater von Sebastian Kurz, sagt, nein, es kommt nicht mehr zu Schwarz-Blau. Also wenn sich quasi die Umgebung von Sebastian Kurz aus der Deckung wagt, Steiner, also die, die oft ohne dies mit den Freiheitlichen immer ein Problem haben und jetzt sogar Rosam, der einen Ruf zu verlieren hat als politischer Beobachter und als Werbeagenturchef,
dann ist die, für mich die Geschichte erledigt. Es kommt zu keinem Schwarz. Mir tut es weh, das war eine gute Koalition, aber Faktum ist, da wird hinter uns in der Zwischenzeit Machiavelli wieder bemüht und der Wähler ist am Schluss wieder der Trottel. Ist türkisblau, so wie der Gerald Gross sagt, perdu, also kommt es nicht mehr? Nein, definitiv nicht. Also ich glaube, dass jetzt versucht wird, Stimmung zu machen. Ich glaube auch, dass einige gerade aus dem Umfeld natürlich versuchen jetzt, den Preis auch nach oben zu treiben. Eines muss man klar sagen, die FPÖ hat sich festgelegt. Sie hat gesagt, sie wird definitiv nicht mit einer anderen Partei eine Koalition bilden als mit der ÖVP. Die SPÖ hat sich festgelegt, sie wird jedenfalls nicht mit den Freiheitlichen eine Koalition bilden. Das heißt, wir haben im Endeffekt nur die Möglichkeit, dass die ÖVP mit den Freiheitlichen, mit der SPÖ oder eben mit Neos und Grün etwas macht. Am billigsten werden es die Freiheitlichen geben. Sie werden auf ein oder zwei Ministerien verzichten müssen, aber sie werden wieder an den Druck kommen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Schwarz-Blau fix auspaktiert ist. Das heißt nicht, ich gebe Ihnen vollkommen recht, in der Politik ist nichts in Stein gemeißelt. Das heißt nicht, dass wir nicht noch die Überraschung erleben können, dass Sebastian Kurz sich doch etwas anderes versucht. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir ist auch lieber, es gibt ÖVP-Grüne oder es gibt ÖVP mit irgendwem, anders als mit der Freiheitlichen Partei. Aber das Glück haben wir nicht. Wir werden das Pech haben, wenn die Wählerinnen und Wähler in 12 Tagen nicht nur die Notleine ziehen, dass wir wieder Schwarz-Blau haben werden. Und diesmal wird uns Schwarz-Blau die Arbeiterkammer kaputt machen. Mhm. Diesmal wird Schwarz-Blau die Demontage Sozialstaats vollenden, wie sie es schon geplant hatten. Und ich glaube, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es gibt Landeshauptleute und es gibt mächtige Politiker und Politikerinnen in der ÖVP, die sich gerne ein anderes Szenario wünschen würden, die auch die Sozialpartnerschaft nicht wegschmeißen wollen, wie das die türkise Truppe machen möchte. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages geht es immer nur um eine Frage. Wer gibt es am billigsten? Und billiger als die FPÖ in der jetzigen Situation wird es keiner geben. Ich sage Ihnen Folgendes, die billigste Partei, um nicht zu sagen die günstigste für jede Regierungsverhandlung, war in der Geschichte der Zweiten Republik immer die Sozialdemokratie. Das habe ich Ihnen schon offen gesagt. Die billigste und günstigste Braut, die am Markt ist für eine schnelle Nummer am Ballhausplatz. Das ist die Sozialdemokratie, weil die Sozialdemokratie hat ja leidlich jetzt die letzten 2,5 Jahre bewiesen, dass sie eines auf keinen Fall kann, Opposition. Das ist, glaube ich, in Stein gemeißelt. Das ist in Stein gemeißelt. Die Sozialdemokratie kann keine Opposition. Das haben sie bewiesen. Sie haben Christian Kern verschlissen. Sie verschleißen gerade Pamela Joy, Randy Wagner, beziehungsweise sie selbst beerdigt sich. Das heißt, die einzige Rettung für Pamela Joy, Randy Wagner wäre die Große Koalition, die ja dann nicht mehr sehr groß ist, wohlgemerkt. Also von groß gar kein Rett mehr. Aber gut, sie haben zumindest eine Mehrheit, wo sie ein bisschen an den Trögen, wie sie es genannt haben, ein wenig naschen können. Die wird dann die Vizekanzlerin, das ist dann die Schleppenträgerin vom Herrn Kurz, wenn es darauf geht zur Krönung, zur Selbstkrönung, wie einst Napoleon, aber zurückzukommen. Glauben Sie mir, Sie können das Gespenst der schwarz-blauen Koalition in Ihre Asservatenkammer, in Ihre geistige wieder hineinstellen und in 20 Jahren diskutieren wir vielleicht wieder drüber, vielleicht auch schon in 5 Jahren, weil ich glaube, dass die Freiheitliche Partei nach dieser neuen Regierungsbildung, die nicht mehr ohne sie stattfindet, dann ohne dies auf dem Weg zur stimmenstärksten Partei Österreichs wird in der Opposition. Das glaube ich tatsächlich, denn die Freiheitlichen haben 15 Jahre bewiesen, dass sie Opposition können. Das heißt, es wird ohne die schwer genug für alle anderen Oppositionsparteien. Aber ich glaube es wirklich nicht. Bei allem das, was ich höre, bei allem das, was ich sehe, bei allem das, was ich auch medial konsumiere, ist der Zug in diese Richtung aus meiner Sicht gänzlich weggefahren. Das heißt, jene bürgerlichen Wähler, die geglaubt haben, strategisch zu wählen, denen richtig aus strategisch wählen, hat noch nie etwas gebracht. Und wer glaubt, dass er strategisch wählt, kann dann am Ende ein böses Erwachen erleben. So wie im Übrigen auch Sebastian Kurz, dem ich auch von dieser Stelle ausrichte, wer sich mit grünen Haschisch Brüdern ins Bett legt, wacht im kalten Entzug wieder auf. Das ist relativ einfach. Das heißt, wenn er meint, seine Wählerschaft in eine Koalition mit den Grüninnen und vielleicht auch noch mit den Neos zu legen, der wacht mit einer CO2-Steuer auf, der wacht mit offenen Grenzen auf, der wacht mit einer Außenpolitik auf, die in Wahrheit in kompletter Konkurrenz zur ÖVP steht. Der wacht auf, gerade am heutigen Tag, wenn Verteidigungsminister Stallinger die neuesten Zahlen des Bundesheers genannt haben, dass de facto pleite ist, der wacht auch mit einem kaputten und endgültig ausradierten Bundesheer wieder auf. Wenn das der Wähler, der bürgerliche Wähler der Volkspartei will, dann nur zu. Ich glaube nur, dass dieses Projekt nicht von einem langfristigen Erfolg gekrönt sein wird.
Ist das so? Ist Schwarz-Grün oder Türkis-Grün ein Risiko für Sebastian Kurz? Nein, dass er im Endeffekt nicht eingehen wird? Nein, ich glaube im Gegenteil. Ich glaube, Schwarz-Grün ist eine Riesenchance für Sebastian Kurz. Das ist ja der Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte. Weil ich glaube, wenn er es wirklich schaffen würde, die Grünen dazu zu bringen, eine Zusammenarbeit mit ihm zu machen, es wird sich arithmetisch eh nicht ausgehen. Weil Sebastian Kurz wird nicht über 35% kommen. Mit den Neos gemeinsam. Dann hat das Ganze aber wirklich überhaupt nichts mehr mit Grün zu tun. Weil wenn die Grünen dann den Fehler begehen, davon würde ich ihnen strikt abraten, mit zwei wirtschaftspolitisch rechtsextremen Parteien, sich ins Bett zu legen und dort eine Konzernbesteuerung nach der anderen abzulehnen. Wer ist jetzt zwei wirtschaftspolitische Rechtsextreme? Naja, wenn wir uns die Wirtschaftspolitik der Neos anschauen zuerst zuhören, dann sagen. Ja. So, also wenn wir uns die Wirtschaftspolitik der Parteien anschauen, wir haben im Endeffekt in Österreich drei Parteien, nämlich ÖVP, FPÖ und Neos, die wirtschaftspolitisch sowas von rechts sind. Nämlich Konzerne nicht zu besteuern, aber dafür die Menschen weiter zu belasten. Alle möglichen Hürden für Unternehmen abbauen, immer mehr Hürden für die einfachen Menschen aufzubauen. Und die Grünen werden sehr schlecht beraten, wenn sie sich in eine Koalition mit der ÖVP und den Neos begeben, weil dort haben sie überhaupt keinen Auftrag mehr. Ich glaube allerdings, dass eine große Chance darin besteht, ÖVP-Grüne zu machen, weil dann Sebastian Kurz tatsächlich dazu gebracht werden kann, in Richtung ökosoziale Politik zu gehen. Und das würde unserem Land nicht schlecht tun. Am allermeisten wünsche ich mir natürlich Rot-Grün. Wir sind momentan noch davon weg, weit entfernt. Die Umfragen sagen im besten Fall 40% für Rot-Grün voraus. Rot-Grün-Neos wäre mir immer noch lieber als Schwarz-Grün-Neos, weil dann können die Neos nicht so viel Blödsinn anstellen, wie sie es in der Opposition machen würden. Aber ich glaube, dass wir uns auch trauen sollten, einmal die Frage zu stellen, warum akzeptieren wir eigentlich ein schwarz-blaues Gespann. Wir haben die letzten 1,5 Jahre gesehen, was die Leute anstellen, wenn sie an der Macht sind. Stichwort BVD, Stichwort Spendenskandal, Stichwort Schredder-Affäre, Stichwort Traumgagen im engsten Umfeld des Innenministers. Also es ist ja nicht so, als hätten die kein Blödsinn gemacht. Die letzten 1,5 Jahre hat diese Regierung genug Schindluder getrieben und deswegen bitte ich wirklich förmlich darum, dass wir auch mal beginnen, uns davon zu distanzieren, immer nur in der Alternative oder in der Alternativlosigkeit eines Kanzlers Sebastian Kurz zu denken. Ja, also zu dem zur rechtsextremen Wirtschaftspolitik. Ich zitiere Sie jetzt hoffentlich exakt, ich bin Ihnen sehr zugehört, vielleicht unterbrechen Sie mich auch nicht. Sie bezeichnen also jetzt, dass die Neos und die Freiheitlichen eine rechtsextreme Wirtschaftspolitik gemeinsam mit der Österreichischen Volkspartei machen. Passt ins Bild, dass Sie überall Rechtsextreme sehen. Jetzt haben wir also schon drei Parteien in Österreich, die rechtsextrem sind oder eine rechtsextreme Wirtschaftspolitik sind. Wissen Sie was? Der Einzige, der gemäß Ihrer Definition rechtsextrem ist, sind Sie. Der Christchurch-Attentäter, der Menschen umgebracht hat, finanziert Herrn Martin Sellner. Herr Martin Sellner finanziert Ihr Tierschutzvolksbegehren mit 16 Euro vorige Woche. Sie finanzieren sich vom Tierschutzvolksbegehren. Gemäß dem alten Motto, Geld hat kein Mascherl. Das ist im Übrigen, lernen Sie vielleicht in der Handelsakademie erster Klasse. Ja, Geld hat kein Mascherl. Werden Sie eigentlich durch rechtsextreme Attentäter finanziert? Sehen Sie, so schnell geht das. Nein, nicht unterbrechen. Nur weil Sie Ihre rechtsextremen Freunde in der letzten Sendung aufgerufen haben, das Tierschutzvolksbegehren in Misskredit zu bringen, weil Sie offensichtlich überhaupt keine Argumente mehr haben, mich persönlich angreifen müssen, heißt das gar nichts, dass ich was damit zu tun hätte. Nicht nervös werden, Wer öffentlich Rechtsextreme dazu aufruft, ein Tierschutzvolksbegehren Misskredit zu bringen, der muss sehr, sehr verzweifelt sein. Herr Dr. Bornmähner, es schauen sehr viele Menschen, wir haben Topquoten vorige Woche gehabt, die Sendung, und ich habe gesagt, so schnell geht das. Ich habe daher hier aufgerufen und gesagt, die Identitären sollen einmal ihr Volksbegehren unterstützen. Toll. Sie haben es nicht einmal zurücküberwiesen. Sie scheinen offensichtlich das heißt, großen Einfluss nein, zu haben. Nein, gar nicht. Die schauen es halt gern. Aber Sie wissen, Sie sind das beste Beispiel. Sie sind das beste Beispiel. Warum Sie eigentlich so einen Einfluss auf die Rechtsextremen haben? Lassen Sie mich aussprechen. Haben Sie nachher angerufen? Haben Sie die Handynummer von Martin Sellner? Sie sind das beste Beispiel für den alten Spruch Pecunia non olet. Geld stinkt nicht. Das heißt, das Geld der Rechtsextremer nehmen Sie gerne. Hier setzen Sie sich als großer Antifaschist herein. Sie haben selbst in diesem Bereich die Glaubwürdigkeit verspielt, Herr Dr. Bornmähner, das wissen Sie. Und gemäß Ihrer Definition, Sie unterbrechen schon wieder. Sie haben noch nie in Ihrem Leben eine Sekunde Glaubwürdigkeit gehabt. Sie werden auch hier in diesem Studio nicht die Leitfigur für Glaubwürdigkeit sein. Sie schwitzen, Sie unterbrechen, Sie werden nervös. Es ist kein Grund dazu.
Sie werden gemäß Ihrer Definition von Rechtsextremen unterstützt mit Geldern aus Australien. Damit haben wir jetzt einmal endlich den Beweis erbracht. Und das ist der beste schlecht, Beweis. Echt. Und das ist der beste Beweis und ich freue mich wie ein Kleinkind darüber. Wenn es das erste Mal zu Weihnachten die Blechtrommel sieht und darauf hüpfen kann. Trommel, Trommel, Trommel. Ich freue mich wie ein Kleinkind, dass ich jetzt da endlich einmal Ihre Theorie hinter jedem und allem in dieser Republik einen Rechtsextremen sehen, auch auf Sie anwenden kann. Und jetzt gehen Sie ins Winkel. Ist doch super. Und jetzt gehen Sie ins Winkel und genieren Sie sich dafür. Sie öffentlich hier aufrufen, Sie sagen, liebe Rechtsextreme, überweist jetzt den Betrag X nach Y und die machen das. Und Sie nennen es an Ostgeld und Sie nennen es an Ostgeld. Entschuldige bitte, herrlich. Die Tiere. Mein Geld stinkt nicht. Nein. Den Tieren ist wurscht, woher das Geld kommt. Ein wenig Silberlinge ihre eigene Einstellung verkaufen. Aber der Zuseher hat es gerade wunderbar gesehen. Ich freue mich darüber. Sehr gut. Nächstes Thema. Genau. Meine Herren, wir machen eine kurze Werbepause. Die beiden Herren können sich beruhigen und dann reden wir wieder inhaltlich weiter, würde ich vorschlagen. Dann reden wir über die Grünen, dann reden wir über die Koalitionsvarianten ein bisschen weiter. Vielleicht und der Wahltipp der beiden Herren, der würde mich nämlich auch interessieren, welchen Wahltipp haben denn die beiden Herren für den 29. September? All das nach einer kurzen Werbepause und die beiden Herren kriegen jetzt ein frisches Wasser eingeschenkt und können sich ein bisschen beruhigen in dieser Pause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Unser Dienstagsduell Sebastian Born-Mehner gegen Gerald Gross war recht hitzig am Ende der ersten Runde. Aber schauen wir mal, die beiden Herren haben sich ein bisschen wieder beruhigt in der Werbepause. Schauen wir mal, wie lange so bleibt. Kommen wir zu den Grünen. Da gibt es derzeit Wirbel um die Wiener Grünen, genauer gesagt um einen ehemaligen Gemeinderat, Christoph Chorherr. Rund um den gibt es Korruptionsermittlungen. Wird das deiner Meinung nach einen Einfluss haben auf das Ergebnis der Grünen bei dieser Wahl? Naja, der Christoph Chorherr würde ihm Unrecht tun, ihn nur als einfachen ehemaligen Gemeinderat zu bezeichnen. Christoph Chorherr war Bundessprecher der GrünInnen. Das heißt, einer der großen Vorgänger und Gründerväter der Grünen Bewegung im Nationalrat, Klubobmann, einer der wichtigsten Personen der Grünen von mehr als zwei Jahrzehnten, lange Jahre, mehr als 20 Jahre Planungssprecher der Grünen im Wiener Gemeinderat und einer der großen Architekten von Rot-Grün in Wien. Und wenn jetzt neuerdings die Wiener Staatsanwaltschaft, und zwar die Wiener Korruptionsstaatsanwaltschaft, sinnigerweise deren erster Leiter ein grüner Nationalratsabgeordneter war, nun dazu genötigt wird, im Wiener Rathaus einzurauchen, weil es gegen eine Magistratsabteilung, die unter grüner Führung stand oder unter grünem Einfluss stand, Korruptionsverdächtigungen gibt, Bestechlichkeit, Amtsmissbrauch, weil offenbar im Raum steht, es gilt wie immer die Unschuldsvermutung, im Raum steht, dass hier Flächenwidmungspläne frisiert worden sind zum Nachteil des Wiener Stadtbilds, aber zum Vorteil der amtsbekannten Investoren, dass hier quasi Geld einkassiert worden ist für dubiose Vereine, dann ist das ein Korruptionsskandal, den wir jetzt erst einmal in den ersten Nuancen aus dem Nebel erkennen, was da hier gerade passiert ist, dass hier offenbar sich über die Jahre unentdeckt ein System in Wien etabliert hat, hinter dessen Kulissen niemand geschaut hat, weil jeder der Meinung war, die Grünen sind so hoch anständig. In Wahrheit ist der grüne Lack ab. Die Jungfräulichkeit der Antikorruptionspartei ist auch perdu, tatsächlich. Besonders peinlich ist es für Werner Kogler, der sich in ganz Österreich mit einem weißen Hemd, nämlich mit der weißen Weste, plakatieren lässt und für saubere Politik eintritt, dass einer seiner Vorvorvorgänger in einen sich anbahnenden Korruptionsskandal und wahrscheinlich in einem der größten Korruptionsskandale der Stadt Wien seit dem AKH-Skandal befindet, wie wir uns am Anfang befinden. Deine Tageszeitung berichtet täglich darüber, im Übrigen auch exklusiv.
der Kurier, Standard, das sind die Zeitungen voll. Die eher grünfreundlichen Medien wie der ORF halten sich noch vornehm zurück. Aber das 12 Tage vor der Wahl ist natürlich ein Riesenproblem, auch in der Performance der Grünen. Wenn man jetzt glaubt, da spricht bei mir eine Schadenfreude mit, nein, es ist nicht so. Ganz im Gegenteil, ich habe die Grünen zumindest für den Bereich, dass sie als Unbestechliche in der Politik galten, immer sehr geschätzt. Im Übrigen auch Werner Kogler, der weiß das. Ich habe mich erst am Wochenende mit ihm unterhalten. Dass das jetzt den Grünen passiert, das erschüttert mich. Ist das ein, oder wird das ein Problem für die Grünen, dass man für Sauberkeit gegen Korruption plakatiert und dann im Endeffekt da teilweise selber mit solchen Vorwürfen konfrontiert ist? Also erstens mal, wir wissen noch gar nichts. Ja, Punkt 1. Punkt 2, es ist extrem erheiternd, dass der Lehrbub des größten Korruptionisten der österreichischen Geschichte, Jörg Haider und seine Bubelpartie, hier sitzt und in irgendeiner Weise die Moral rausbringt und irgendwie sagt, er sei enttäuscht von den Grünen. Lieber Herr Gross, wirklich, wirklich, wirklich. Kein Mensch nimmt Ihnen noch ein einziges Wort ab, wenn es irgendwie darum geht, sinnvoll mit Geld umzugehen. Sie haben und Ihre Freunde, Ihre Kameraden, muss man richtigerweise sagen, Ihre deutschen Kameraden, haben zu Recht 100.000-fach bewiesen, wie sie mit österreichischem Steuergeld umgehen. Wir brauchen nach Kärnten schauen, wir brauchen uns nur anschauen, wie die FPÖ auf Ibiza unser ganzes Eigentum verkaufen wollte. Das sind ja Ihre Freunde, die Sie alle auf Kurzwahl haben. Und diese Leute, lieber Herr Gross, brauchen in keinster Weise jetzt so tun, als würde in Wien gerade irgendwas passieren. Wir werden uns genau anschauen müssen, was in Wien tatsächlich passiert ist, welche Personen etwas gemacht haben. Das rückzuspielen auf die Grünen, gar auf Werner Kogler, ist einfach nur eine ganz tiefe Schmutzkübelgeschichte. Es würde mich nicht wundern, wenn Gerald Gross persönlich dahinter stecken würde, weil er ist ja bekannt dafür, aus der Lehrwerkstatt der größten Schmutzfinke des Landes zu stammen. Und ja, ey, also, dass er sich da hersetzt, ganz ehrlich, es wäre zu viel Würdigung, darauf jetzt noch inhaltlich einzugehen, weil es ist einfach nur noch lächerlich. Aber die Leute schauen bei uns ja auch deswegen zu, weil sie jede Woche einen Clown sehen wollen. Also wunderbare clowneske Darstellung, Herr Gross, der größte Skandal seit dem AKH-Skandal, na ganz sicher. Wissen Sie, was sehr schade ist, auch im Interesse der Zuseher, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Man würde den Angstschweiß regelrecht riechen, auch Ihre laute Sie Stimme. Meinen, Sie meinen Ihre Follower aus Ostdeutschland, wollen Ihre Rechtsextremen, Herr Gross? Soll ich? Ich weiß nicht. Nein, Sie? Weil, ich? Bitte. Also bitte, Gott, gerne Gott. Na, wenn Sie sich nicht benehmen können, ich gebe Ihnen gerne den Vortritt. Ja, wunderbar. Nein. Na bitte, Herr Gross, bitte gehen Sie. Nein, bitte, na, bitte. Reden Sie. Na bitte, na, wenn Sie wollen. Gott, also Gerald Gross ist am Wort. Na, schaffen wir es. Was Sie schaffen, keine Nein. Ahnung. Nein, schaffen Sie sinnerfassend, lesen können Sie offenbar nicht, aber sinnerfassend das hier zu sitzen. Das sagt derjenige, der nicht einmal die Lehre fertig gemacht hat. Das sagt jemand, der nicht einmal den Anfang von einem Abschluss irgendwie hinkriegt hat. Sitzt hier und doziert darüber, was Menschen wissen oder nicht wissen. Jemand, der mit Rechtsextremen aufgewachsen ist, der der Speichellecker der Rechtsextremen über Jahrzehnte in der österreichischen Innenpolitik war und kläglich sogar damit gescheitert ist, setzt sich hierher und möchte die Moralkeule schwingen über die Grünen. Schämen Sie sich, Herr Gross. Sie haben heute wieder mal das unterste aller Niveaus durchschritten. Sogar für Sie selber ist das unwürdig. Also wie gesagt. Aber Sie können gerne mein Aussehen weiter bewerten. Wollen Sie vielleicht was über meine Haare sagen heute? Wie rieche ich, Herr Gross? Wie klinge ich für Sie? Haben sonst noch irgendwas eine persönliche Bewertung? Gerade Sie? Haben Sie schon mal in den Spiegel geschaut? Gut, also Gerald Gross ist am Wort. Na komm, gehen Sie jetzt aus und schauen Sie sich in den Spiegel. Dann tun wir ein bisschen weinen, dann können wir sich wieder ersetzen. Fällner, ich glaube, das ist soweit. Also, wir sollten langsam überlegen, ob man nicht den Portier von unten aufholen, ob man ihn begleitet hinausbringt aus dem Studio. Also wie gesagt, ich komme nochmal zurück und vielleicht schaffe ich es auch nicht unterbrochen zu werden, weil die Höflichkeit ist ja nicht unbedingt auf Ihrer Seite. Geruchsfernsehen gibt es leider nicht, weil sonst würde man den Angstschweiß riechen. Denn zu meinen, dass man mit persönlichen Beleidigungen, persönlichen Untergriffen etc., im Übrigen auch mit dem ständigen Hinweis auf Jörg Haider, der seit 11 Jahren tot ist, einen Korruptionsskandal in Wien, wo offenbar Geld verlangt worden ist für Gutachten an Firmen, in deren Nahbereich grüne Funktionäre Anteile gehabt haben, wo man offenbar Geld dafür verlangt hat, für dubiose Vereine, um quasi Immobiliengroßprojekte gegen den Willen der Aktivisten, gegen den Willen der grünen Basis, gegen den Willen der NGOs in Wien durchzubringen. Ich nenne nur das Heumarktprojekt. Ich weiß ja nicht, ob Sie dort auf der B-Roll stehen. Aber dass man hier versucht hat, quasi an den gesetzlichen, dass man hier an den gesetzlichen Rahmenbedingungen vorbei versucht hat, Politik zu verkaufen am Basar. Und alles, was Ihnen dazu einfällt, ist ja Jörg Haider zu rülpsen, zeigt ja nicht
nur ein großes Maß an Niveaulosigkeit, sondern zeigt auch, dass sie sich offenbar auch mit dieser Materie nicht beschäftigt haben. Bitte nicht was von mich Niveau, jetzt, Herr Kross, nein, keine Ahnung Herr von Dr. Palmena, was Sie betrifft, das zeigt ob mir Sakur, aber das zeigen auch Ihre Aussagen. Also ich beschäftige mich heute nicht mit Ihrem Äußeren, aber bitte, also wenn gerade ich... Gerade eben haben Sie gesagt, Sie riechen irgendwas. Ich glaube, Sie riechen Sie selber, kann nein, das sein? Der Angstschweiß, und Ihr lauter Stimmduktus, der mich immer schrecklich an andere Zeiten erinnert, hat jetzt nichts unbedingt mit Ihrem Äußerlichen zu tun, sondern eher mit Ihrem Inneren. Es kann ja immer nur das herauskommen, was in einem tief drinnen steckt, in Wahrheit. Das ist eine alte Weisheit, aber zurückzukommen. Sie meinen, ich hätte nicht einmal einen Lehrabschluss, also ich darf Sie korrigieren, den Lehrabschluss in der Berufsschule Feldbach sogar mit ausgezeichnetem Erfolg als Bürokaufmann erledigt. Ich habe eine abgeschlossene Berufsbildung. Super. Ich habe im Übrigen einen Beruf. Ich bin nicht beim AMS und ich verdiene auch mein Geld. Ich räume auch für meinen Lebensunterhalt. Ich räume auch für viele Unternehmen in meinem Unternehmen. Ich räume auch dafür keine Vereinskassen aus, um das auch einmal erledigt zu haben. Also jetzt, um zurückzukommen, das habe ich ehrenamtlich gemacht. Ehrenamtlich für die FPÖ im Wahlkampf. Das heißt, Sie sind ehrenamtlicher Wahlkampf-Fan von der FPÖ und wählen aber eigentlich der SPÖ. Nein, falsch. Vorige Woche beim burgenländischen Landeshauptmann Stellvertreter eingeladen und bin nächste Woche beim steirischen Landeshauptmann in der Parteizentrale der ÖVP zu Diskussionsveranstaltungen eingeladen. Im Gegensatz zu Ihnen hört mich das Publikum gerne. Deswegen werde ich zu verschiedensten Veranstaltungen auch von Parteien eingeladen. Aber nein, ich kassiere dafür nicht. Zurück zu den Grünen, bitte. Wir waren bei den Grünen. Die Grünen befinden, das ist eine ganz eine schwierige Situation und man sieht sie auch, wie er sofort nervös reagiert und in Pavlovsche Pavlovschen Beißreflex hineingeht, dass quasi es in der letzten Etappe vor dieser wichtigen Nationalratswahl so etwas aufplatzt in Wahrheit, eine Eiterbeule der Korruption, die jetzt hier aufplatzt. Und heute, ich habe jetzt vor 2 Stunden auch nur die Online-Medien gelesen, im Übrigen OE24.at und gegenüber OE24.at ein Wiener Unternehmer auch ausgepackt hat und ausgesagt hat, er wurde genötigt von dieser Magistratsabteilung, bei einer ganz bestimmten Firma Gutachten einzuholen, Gutachten dort zu bezahlen, wo er dann draufgekommen ist, dass eine Ehefrau eines grünen Funktionärs dort mit 25% beteiligt war. Das ist der Ursprung der Korruption, das ist Korruption, das liegt auf dem Tisch und das gehört von der Staatsanwaltschaft ermittelt. Das passiert aber im politischen Betrieb seit 70 Jahren überall. Das brauchen wir auch nicht beschönigen. Es passiert überall, wo Menschen sind, passieren im Übrigen auch Fehler. Das, was das besonders Schlimme ist, ist, dass es grüne Moralaposteln der letzten Jahre und Jahrzehnte gegeben haben, die mit den erhobenen Zeigefinger durch die Gegend gegangen sind, wie Savonarola und Abraham Santa Clara in Person, und jeden verteufelt haben und jeden auch zum Beispiel falsch verleumdet haben, wenn ich zum Beispiel an Peter Pilz denke, Skandale produziert haben, die gar keine Skandale waren, und sich jetzt mittendrin in einem Skandal des rot-grünen Wien befinden. Und da kriegt auch die Sozialdemokratie ein gewaltiges Problem. Denn es kann ja nicht sein, dass an der Bürgermeisterpartei in Wien, an der allmächtigen Bürgermeisterpartei, die in alle Magistratsabteilungen hinunter vernetzt ist, so ein Korruptionsskandal aufbricht. 10 Tage wie derzeit, vor der Wahl. So ein Zufall, ha? Glauben Sie, dass die Linke, Wiener Korruptionsstaatsanwaltschaft neuerdings Auftragsarbeit für die ÖVP, nein, die FPÖ oder für sonst irgendwas macht? Mir ist so nicht bekannt, dass es schon Verurteilung gab, Herr Gross. Nein, es gibt schon. Sind wir jetzt schon wieder im Ständestaat? Nein, aber Sie haben vollkommen recht. Deswegen sage ich ja im Gegensatz zu Ihnen, es gilt die Unschuldsvermutung. Bei allen anderen führen wir Sie immer Vorverurteilungen vor. Also der Herr Strache ist bis heute... Wenn keines einzigen Deliktes verurteilt wurde, und Sie haben in den letzten 2 Monate hier immer durch den Kakao gezogen. Offenbar gilt das Recht. Das Unschuldsrecht und die Unschuldsvermutung. Er hat nur was getrunken, oder? Es ist problematisch. Der arme Hatze Strache hat nur einen kleinen Schluck genommen. Er hat wieder genommen, seine 3 Minuten. Ja, vielleicht Notfalltropfen vom Bach. Die Bachblüten, die helfen Ihnen über die Sendung rüber. Nein, die helfen Ihnen über die Sendung rüber. Herr Dr. Palmena, ich finde es ja nicht besonders witzig, weil Sie ja nicht einmal ein humorvolles Kerlchen sind. Ganz ehrlich, ich sage Ihnen auch, ich finde es auch nicht witzig, dass ein Rechtsextremer die ganze Zeit ihre Plätze versappt über die ganze Welt. Aber nein, Herr Gross, auch wenn Sie lustig sind. Nein, ich glaube, Sie wollen gehen. Aber Sie beklagen sich die ganze Zeit darüber. Sie amüsieren mich köstlich. Also, na herrlich, dann lachen Sie doch ein bisschen. Sie sitzen mit dem zerreißten Gesicht. Es ist mir innerlich ein Volksfest, glauben Sie mir das. Katze Strache wolltest du gerade verteidigen. Ich wollte ihn nicht verteidigen. Das, was ich zu verteidigen hatte, habe ich die letzten Monate gemacht. Aber der, der jetzt da plötzlich auf die Ermittlungen und auf die Unschuldsverteidigung pocht, ist der, der vor Verurteilungen am laufenden Band aus dieser Sendung herausschießt.
manche sind halt gleicher und andere noch gleicher. Und das sieht man heute halt wieder. Das sagen wir. Wissen Sie, Sie sind auch in Ihrer, Sie sind, das hat weder was mit rechts noch links zu tun. Das hat mit einem Respekt vor einem Rechtsstaat und vor der Strafgerichtsbarkeit zu tun. Und diesen Respekt haben Sie nicht. Ein Mensch. Sie nehmen sich Sie haben gegenüber gesamten Bevölkerungsgruppen keinen Funken Respekt. Sie verunglimpfen und diffamieren Menschen pauschal aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens oder ihrer Nationalität. Dass Sie überhaupt das Wort Moral noch in den Mund nehmen, spottet wirklich jeglicher Beschreibung. Ja. Sie werden hier geduldet, Herr Gross, weil wir einen Paraderechtsextremen brauchen, den wir zur Schau stellen können. Das tun wir hiermit auch. Aber Sie werden bitte hier nicht glauben, die Deutungshoheit über irgendwas in diesem Land zu haben. Okay? Also so, und jetzt können Sie weiter abspulen, was in der Pressesprecher von Matze Strache draufgeschrieben hat. Bitte. Oh. Los geht's. Sie können auch gerne mit Ihrem Freisler-Duktus und mit Ihrem Timbre wieder hier auftreten. Nur eines sage ich Ihnen auch. Oh, das ist die maßlose Überschätzung. Sie, Herr Dr. Born-Mähner, sind nicht der Sender wir. Ja? Sondern Sie sind bestenfalls genauso geduldet als Sender Kasperl wie ich auch. Ja? Also setzen Sie Ihren Normkoppen wieder auf und machen Sie das, was Sie am besten können, sich lächerlich machen. Ich kann mir am Abend sich lächerlich machen, Herr Gross. Machen Sie das, was Sie am besten kennen, glauben Sie. Gehen wir zum nächsten Thema über. Wahlergebnis am 29. September. Dass der kurz Erste wird, ist, glaube ich, unbestritten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig hier. Aber wie knapp wird denn das Duell um Platz 2 zwischen SPÖ und FPÖ? Wird es überhaupt knapp oder wird es im Endeffekt eher klare Sache? Wie schaut es da aus? Nein, es wird sicher nicht sehr knapp. Also die SPÖ wird mit Sicherheit 23, 24, vielleicht sogar 25% schaffen. Es ist schade, dass sie 1-2% verliert. Für das Land ist es schade, aber es ist halt auch der Performance der letzten Monate auf dem Unterschied. Es wird sicher ein klarer Abstand sein, weil ich glaube, dass wir momentan auch sowas haben wie eine Überdeklaration von FPÖ-Wählern, die gegenüber den Umfragen nicht bekennen wollen, dass sie eigentlich die Schnauze voll haben von diesem korrupten Gesindel und von diesen Rechtsextremen und Neonazis, die da in der FPÖ zuhauf sich herumtummeln, die Freunde von Gerald Gross. Also ich glaube, da gibt es genug Menschen, die haben die Schnauze voll von dieser Partie. Sie werden am Telefon natürlich nicht sagen, ja, stimmt, ich habe das letzte Mal die FPÖ gewählt und dieses Mal werde ich sie nicht wählen, sondern sie bekennen sich dazu. Ich würde mich sehr wundern, wenn die FPÖ an Zweier vorne hat und es würde mich sehr wundern, wenn nicht mindestens 4-5 Prozentpunkte zwischen Sozialdemokratie und den Freiheitlichen liegt. Viel zu wenig aus meiner Sicht. Ich glaube, es ist wirklich ein Skandal, dass die FPÖ nicht entsprechend abgestraft wird. Das hat sie aber der ÖVP zu verdanken. Dadurch, dass Sebastian Kurz die Regierung gesprengt hat, hat er eigentlich die FPÖ immunisiert vor einem Abstieg. Weil wenn die FPÖ in der Regierung geblieben wäre, dann hätten die Leute nach und nach sich von ihr distanziert. In dem Fall konnten sie zu einem Solidarisierungseffekt kommen. Sie haben gesagt, na gut, der Strache musste eh schon gehen. Na gut, wir wurden eh schon rausgeschmissen von Kurz. Genug gebüßt für die Schandtat des Heinz-Christian Strache, der am Parteitag übrigens nicht mal mehr erwähnt wird, weil sich die eigenen Leute schon genieren für den Scheiß, den er gemacht hat. Sie sind der Letzte, der noch zu Heinz-Christian Strache und zu dem steht, was er in Ibiza gemacht hat, wahrscheinlich, weil sie mittendrin stecken. Aber das werden wir uns genau gesondert noch anschauen müssen. Ich glaube, dass die Sozialdemokratie tatsächlich in Österreich unterbewertet ist. Ich glaube, das liegt zum Teil auch an ihrem Personal. Und ich bin aber davon überzeugt, dass nach dieser Wahl es sehr schnell, ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir sehr schnell Neuwahlen haben werden. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt eine stabile Regierungskonstellation haben werden, sondern ich glaube, es wird sehr schwer, eine neue Koalition zu bilden. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir in den nächsten 6-12 Monaten nochmal wählen müssen. Also Sebastian Baumänner sagt, das Duell um Platz 2 ist entschieden, wird relativ deutlich für die SPÖ ausgehen. Wie sieht Gerald Gross das? Das ist auch eine Belangsendung eines Geisteskranken, muss man vielleicht bei dieser Sendung hineinspielen. Ja. Also ich bin im Mittelpunkt der Ibiza-Affäre, aber nicht, das wird man dann noch sehen. Und ich war ja in Ibiza. Nicht, ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie. Keine Ahnung, was Sie für Geschäfte machen mit diesen Leuten. Das schafft es nicht. Das Einzige, was ich sage? Schafft es nicht. Also, Herr Dr. Born-Mähner, ich war in meinem ganzen Leben noch nie in Ibiza. Also nur in Saint-Tropez, Entschuldigung. Exakt, Volltreffer. Dort, wo die SPÖ das neue Sektionslokal im Club Saint-Cosinque aufgemacht hat. Am Helmut Elsner Gedächtnistisch. Okay. Offenbar ist die Nähe, um jetzt dazu zu deiner Frage zu kommen, wie ich denn die Ausgangsposition der Parteien sehe. Ich kann mir nur auf das verlassen, was du siehst, was du hörst. Gibt es bei Parteien Nervosität etc.?
der Auftritt von Sebastian Bornmäner gerade, dieser Wertungsexzess, den er schreiend eingeleitet hat, korruptes Gesindel, Neonazis, Rechtsextreme, das zeigt, dass es offenbar eine hohe Nervosität innerhalb der Sozialdemokratie gibt, die gleich auf mit den Freiheitlichen bei 21-22% sind und die Sozialdemokratie das erste Mal in Wahrheit um den Absturz auf den dritten Platz rettet. Ich glaube, dass die Volkspartei sehr stabil weit und weit vorne ist, zwischen 36-38%. Ich glaube, dass der Sieg dem Sebastian Kurz nicht zu nehmen ist. Es hat Fehler gegeben im Wahlkampf, es hat handwerkliche Fehler gegeben, die waren untypisch für die Volkspartei, aber diese Fehler haben, wie auch alle Umfragen im Übrigen zeigen, wiewohl das immer Glaskugelmomente sind, aber offenbar keinerlei Auswirkung auf das Wahlverhalten. Wir haben die Sozialdemokratie, die es nicht einmal aus der Oppositionsrolle und nicht einmal aus dem vielgescholtenen Ibiza-Skandal geschafft hat, nur 1% zu gewinnen, was vielleicht auch daran liegt, dass ein Großteil der sozialdemokratischen Funktionäre schlichtweg abgehoben sind. Wir sehen es jeden Dienstag in dieser Sendung, die Abgehobenheit, die Demutslosigkeit, die mangelnde Bodenhaftung, mit der man in Wahrheit über Wünsche und Anliegen der Bevölkerung einfach hinweg sieht. Wir sehen es in der Äußerung von Katzian, die aufgespritzte Eude, die Milliardärin, für die er sich jetzt entschuldigen muss. Wir sehen es in diesen niveaulosen Ausritten hier herinnen, Studie, korruptes Gesindel, Neonazis, Rechtsextreme. So werden 27% der Wähler in Österreich beschimpft. Wähler, der Kader. Ich glaube, dass die Grünen. Sie haben dann die Redezeit. Ich glaube, dass die Grünen stärker sind. Als wir sie in den Umfragen derzeit haben. Wir haben die Grünen in den Umfragen bei 9-10%. Ich traue den Grünen, es wird sich jetzt zeigen, was dieser Wiener Korruptionsskandal bringt, ob es ein Dämpfer, ein gewaltiger Dämpfer ist. Aber ich sehe die Grünen bei 12-13%, also sie überspringen den Zehner, glaube ich, locker. Ich sehe auch die Neos nicht unstark bei 6-7%. Also auch deren Einzug ist sicher gesichert. Die Ex-Partei von Sebastian Bornmäner, die Liste Pilz, mit der er sich vor irgendwelchen Gerichten um Gehälter balgt, die wird es wahrscheinlich rausfinden. Das heißt, er wird sich dann an der Konkursmasse anhängen können, um dort sein Geld zu erstreiten. Das ist halt so für Privilegienritter und Geldjäger. Die müssen das halt vor Gericht machen. Aber so ungefähr wird die Wahl, glaube ich, aussehen, wiewohl auch ich mich auch nur auf das verlassen kann, was du so in deinem eigenen Umfeld hörst, wo einer, der immer zum Beispiel die Sozialdemokraten gewählt hat, heute sagt, nein, ich will die Grünen. Oder wo einer sagt, ja, er ist jetzt noch nicht sicher, ob er die Freiheitlichen wählt oder die ÖVP. Also du merkst da schon eine Unsicherheit, da ist etwas in Bewegung, im Großen und Ganzen, aber jetzt wird es keinen Umbruch geben. Mhm. Gerald Groß, Sebastian Bornmäner, vielen Dank für die Diskussion, teilweise, aber das sind wir von den beiden Herren gewohnt, war es ein bisschen an der Grenze, würde ich sagen, aber schauen wir mal, nächste Woche versuchen wir es wieder, dann sind wir eine Woche vor der Wahl, noch nichts, aber ihr seid nahe dran. Wir machen eine kurze Pause, Sebastian Bornmäner bleibt aber gleich hier, denn wir haben jetzt die Sprecher, die Tierschutzsprecher das Publikum auch warnen, der Parteien bei uns zu Gast, und zwar geht es um das Thema Tierschutz und Freihandel und Klimaschutz. Dazu haben wir gleich eine große Wahldiskussion bei uns, wie gesagt, mit den Vertretern von SPÖ, NEOS, Grünen und der Liste Jetzt und Sebastian Bornmäner dann in seiner Rolle als Initiator des Tierschutzvolksbegehrens. Von Gerald Groß verabschieden wir uns und nächste Woche sehen Sie dann wieder die beiden Herren bei uns oder sonst in der Zwischenzeit, sollten Sie Sehnsucht haben, natürlich jederzeit online bei uns abrufbar auf oe24.at.